Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge haben wir im Rangkampf ein wenig Turmkommando gemacht. Und heute wäre wieder Turmkommando und deswegen machen wir das nicht, sondern heute zeige ich mal den Standardkampf her. Wieder mal, weil Gründe. Aber zuvor habe ich euch noch etwas vorenthalten, nämlich es gibt eine neue Waffe. Nämlich diese hier, also da links unten, da wo neu steht. Und Arti wird diese Waffe ganz kurz vorstellen, also ja, cool. Da habe ich doch glatt was Neues für dich, den Klecks-Splatling. Also Mini-Splatling, Klecks-Splatling. Es wird das Splatling nur ein bisschen kleiner. Und verbesserte Mechanik, schnellere Ladezeit, okay. Und ja, Haftbomben sind auch dabei. Und Tenzuka, yay. Also Full-Range-Tenzuka. Oder? Ja, das ist das. Und ich würde sagen, wir probieren diese Waffe gleich einmal aus. Also zuerst kaufe ich es mal. Ganz geschwind. Anlegen. Sehr gut. Und ja, ich habe noch nicht die Testing Range ausprobiert. Also testen wir es gleich einmal aus. Also, ja, warum nicht, gell? So, schauen wir mal. Also, Ladezeit ist, wow, ist echt schnell. Dafür ist die Reichweite im Vergleich zum Splatling, zum echten, ein bisschen weniger. Aber es macht schon recht viel Schaden. Schauen wir mal. Was die effektive Reichweite? Ah, nicht sehr groß eigentlich. Aber es tötet dafür sehr schnell, wenn man mal drin ist. Das ist gut. Okay. Und ja, ich habe das eben noch nie hergezeigt. Und da kann man eben verschiedene Sachen ausprobieren. Wie aus der Höhe etwas abschießen oder so. Und ja, diese Kollegen da haben jeweils 100 KP. Und naja, bei 100 explodieren sie eben und zeigen sozusagen auch die Daten, wie stark das geschädigt worden ist. Und ja, hier drüben gibt es eben auch noch weitere, nur in einer anderen Formation. Und manche davon haben auch Verteidigung, also so wie dieser hat eine Verteidigung, 112, der hat 0, 122. Interessant, gell? Und da kann man eben austesten, nach wie vielen Schüssen etwas stirbt. Und ich glaube, da kann man schon ganz zufrieden sein. Und die da ganz hinten haben 500. Was auch mit einer Runde fertig ist. Was nice. Und ja. Ah. Für so oft. Okay, interessant. Und ja, ich werde damit sagen, genug getestet. Wir probieren das Ganze mal am Battlefield aus. Aber zuvor werde ich noch ganz kurz ein paar Sachen einkaufen gehen. Was ich üblicherweise eher offscreen mache, aber ja, ich kaufe mir da einfach immer alles und leg's nicht an und ja, für später eben. Und ja, leider ist es öfters so, dass, ja, so wie da, eben alles ja schon ausverkauft ist. Übrigens, das Squid Girl Outfit habe ich gerade an, also das komplette mit Hut und Tunika und eben diese Schuhe, was ich gerade im Moment anhabe. Hast du doch schon. Ja, ich weiß schon, danke, danke. Und ja, ich würde damit sagen, wir stürzen uns gleich in den, wie nennt man das? Standardkampf. Mal ausprobieren, wie gut sich diese Waffe tatsächlich in einem echten Kampf schlägt. Hoffentlich gut. Ich hoffe es wirklich, weil die Ladezeit ist echt stark. Also, da geht's dahin. Nur die Reichweite ist mir doch ein bisschen gering und ich persönlich, also stehst mal vorher auf Reichweite, also Galon 96, ja, ist ein Reichweitenmonster für die Standardwaffen und ja, mit Sniperwaffen, also Konzentrator besser gesagt, kann ja auch recht dezent umgehen und wem es noch nicht aufgefallen ist, da steht Rang A+, also mit 94 und das werden wir dann wahrscheinlich nächste Folge machen. Hoffentlich aufsteigen. Ich weiß eben noch nicht. Also, das steht für mich selbst noch in den Sternen. Wenn ich den ersten Kampf gewinne, dann steige ich schon auf. Wahrscheinlich. Also weniger wie 6 Punkte werde ich wohl nicht bekommen. Also, ja, da muss schon was Außerordentliches passieren. Aber genug geredet und willkommen im Camp Schützenfisch. Revierkampf. Okay. Habe ich schon lange mal Revierkampf gemacht. Einmal, glaube ich. Oder so. Ah, ist der auch mit Mini-Splatling unterwegs? Na gut, alles einfärben. Ist mal gut.
Oh. Voll erwischt. Zwar nicht ich, aber mein Kollege. Der hat das auch gut gemacht. Das hat schon was. Ja, okay. Na, ich glaube, die Waffe geht recht gut. Wir färben ein ohne Ende. Und ich würde mal sagen, ich schleiche mir da ins gegnerische Gebiet. Und du bist hier Havercrank. Treffen kann. Schade. Ich hoffe, dass ich einen trifft zumindest. Das ist der große Splatling. Na gut. Yay! Erster Kill! Und ich bin noch nicht gestorben. Yay! Oh, treffen muss man. Oh oh. Oh fuck, ich hab verfehlt. Aber gute Spieler sind das nicht, das merke ich jetzt schon. Bin ja bis. Wahrscheinlich. Vermutlich. Hoffentlich. So, ich färbe mal da hinten oder sein, weil ich es kann. Und weil das Ding, glaube ich, zum Einfärben sehr gut geeignet ist. Also. Ja, jedes Mal. Weil, das ist Revierkampf und da gehört alles eingefärbt. Ihr wisst es. Oh, keine Dings mehr. Ja, vielleicht brauche ich das Ganze auch ein bisschen, wie nennt man das? Dass man weniger verbraucht. Hauptverbrauch minus. Oder so ähnlich. Ah, Tore werden geschlossen. Okay. Ah, da drüben haben wir schon eingefärbt. Warum das? Wann ist das passiert? Beziehungsweise wer von unseren Kollegen hat das gemacht? Oh, egal. Wo sind die Gegner? Ja, ich sollte darüber. Oh, gekillt. Non gekillt. Yay. Ah, den Zucker ist doch gar so gut. Unterstützung kommt. Okay. Ah, so ein Noob, Alter. Ah, ist auch gerade. Okay. Wow! Spinnst du! Wow, das hätte mir jetzt vielleicht sogar getötet. Aber wie ihr an der Karte erkennen könnt, eindeutiger Sieg. Und hey, 66. Geil. Okay, und ja, ich glaube, das war recht dezent. Team Leader, wie ihr sehen könnt. So viele Kills sind gar nicht unterwegs gewesen. Da haben wir echt nicht gute Spiele dabei gehabt. Aber egal. Weil der nächste Kampf wartet bereits auf uns. Also ja, ich mach das mal mit einem Cut, weil ich's kann. Also bis gleich. Okay, und damit willkommen zurück im Punkasio Skatepark. Ha, war ja schon lange nicht mehr im Revierkampf gehabt. Also beim Splatfest habe ich es mal gehabt, aber es ist zwar das gleiche, aber es ist auch nicht das gleiche. Ihr wisst schon, was ich mache, oder? Sehr gut. Und ja, schauen wir mal, was ich da einfärbe. Ich tue mal ganz wild herum. Eigentlich rush hier am Anfang gehen. Warum hat das jetzt nicht so? Ich habe ihn getötet. One for one. Ist okay. Airbrush RG, ja, das wäre nicht fertig. Ich sehe schon. Die Airbrush RGs sind nämlich die eher guten. Let. Mit dem habe ich mal nix am Hut. One for one. Hey, das war ja der gleiche, der was mir vorher getötet hat. Und jetzt noch einmal getötet. Aber one for one ist okay, meiner Meinung nach. Was ist. Achso, ein Schwachbar ist da auch unterwegs. Interessant. Gott dang it! Er sollte eigentlich viel früher sterben. Was macht mein Team da? Ja, sie färben. Was gut ist, aber sie brauchen ein bisschen lang. Für das Ganze. So ein bisschen ärgerlich ist. Aber ja, was soll's. Ich färbe auch. Und hoffentlich siegen wir dann demnächst.
Okay, mal aufladen. Stimmt ja eigentlich. Timing! Nein! Oh, ihr habt verfehlt! Ihr habt verfehlt! Das darf nicht passieren. Man darf mit der Tenzuka darf man nicht verfehlen. Das ist unglaublich. Warum? Stirb! Das gibt's ja nicht. Junge. Nein! Ah, denk. Wird die Flucht nach vorne, aber das mit dieser Waffe ein bisschen schwierig. Flucht nach vorne ist echt schwierig mit dieser Waffe. Na gut, erwartet. Boom. Den habe ich auch noch umgebracht. Und, ey, ich glaube, das schaut noch ein Sieg aus. Komm schon, die geht sich aus. No, what the heck? Das ist kein Sieg. What? Nein, ich habe keine guten Mitspieler gehabt. An dem muss gelegen sein. Ich war nämlich wieder Teamleader. Na gut, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. So ist das Leben. Und ja, wie viele Kämpfe gehen sie denn heute aus? Ich habe vorhin etwas hier gecheckt. Also 1, 2, 3, vielleicht 4. Schauen wir mal. Wie lange dauert das? Ja, vielleicht gingen sie 4 Kämpfe aus. Schauen wir mal. Okay, und damit würde ich sagen, willkommen zurück im Camp Schützenfisch. Ah, mir gefällt gerade die Abwechslung. Also zuerst das eine, dann das andere, das gefällt mir. Die Abwechslung im Gegnerteam gefällt mir zwar nicht so wirklich, weil, what the heck, was that? Alle mit der gleichen Waffe und ein Schwapper. Frechheit eigentlich. Oh, was denkt sie dir? Gegen einen wie mich dürfen wir nicht direkt. Direkt. Das funktioniert so nicht. Na gut, gehen wir mal rundherum. Weil wir was können. Vielleicht kommt sowieso kein Gegner mehr. Aber es kann auch nicht herum. Lala, ich renne mal durch meine Gegner. Ich bin so böse. Ah, es ist unglaublich. Warum bin ich so böse? Kann man das auch erklären? So, mal aufladen, weil jetzt kommt gleich Gegner. Boom. What? Zu wenig Reichweite. Ich zahle uns einmal drauf. Alles komm. Was? Der ist nicht gestorben? Freche. Okay, nächstes Mal stirbst. Versprochen. Ich darf schon Versprechen an meine Gegner liefern. Das ist cool. Das gefällt mir. Nicht so schnell, mein Freche. Okay, was fährt man denn jetzt? Da? Es gibt nicht mehr so viele Gebiete, die was anklingt, beziehungsweise was man da braucht. Alles was? Ich gehe jetzt mal da hinauf, weil da kommt gleich Gegner vorbei. Bitte. Na? So? Ich habe es doch gesagt. Na? Doch nicht. Und. What? Ich hab ihn auch getroffen. Ich hab eine schnellere Feuerrate, nicht?
What? Nicht zufrieden. Na, eindeutig. Na, das geht so nicht. Aber das Gute ist, wir führen eindeutig. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich viel eingefärbt, aber ich glaube, das ist okay. Weil der Kampf endet gleich in 3, 2, 1. Ach, ich will ihn erwischen. Hilft nix. Denn, ich glaube, der Sieg ist ziemlich eindeutig, wie ihr sehen könnt. Und, ja, Sieg ist Sieg, oder? Ja, auch wenn er ja, vielleicht nicht so ganz verdient ist, meiner Meinung. Aber, ja, die Kollegen haben was eingefärbt. 1500 Punkte, das ist nicht schlecht. Hey, und unser Zeug levelt ab. Nice. Okay, damit sind wir gleich noch stärker geworden. Und ich würde sagen, ein Kampf geht sie nur aus, oder? Ja, schon. Und damit würde ich sagen, willkommen zurück im Pankasius Skatepark. Und ja, ich habe zwischendrin noch zwei Kämpfe gemacht. Also einen verloren, einen gewonnen. Und wir haben einen gleichen Gegner. Sehr interessant. Und ja, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt gut ausgeht oder nicht. Ist das ein Carbon-Roller? Ja, Carbon. So, zwei Leute auf mich Aufmerksamkeit. Das passt. Komm schon. Da wird dich einer herkommen, ne? Ja, wenn du so ist, dann töte ich ihn. Okay. Ich weiß zwar nicht, was gerade abgeht, aber ich stürme mal. Feindliche Basis ist zu stürmen. Dang! Scheiß Dünnerroller. Okay, jeder stirbt mal. Ich glaube, das ist normal. Was du? Das da in unserer Basis? Ich weiß. Weißt du was? Ich färbe mal alles ein, so ein bisschen. So alle Ecken und Kanten. Spinnt der eigentlich? Scheiß Camper! Hey, der hat mich vorher noch getötet. Scheiß Camper. Du stirbst jetzt. Ich glaube, er ist gestorben. Aber da war noch ein anderer. Ah. Okay, alle tot. Alle tot. Alle tot. Es muss so sein. Es müssen alle sterben. Es muss so sein. Warum hat das eigentlich noch keiner eingefärbt? Das frage ich mich. Also noch gar keine. Einfärben, ein Anziehen. Wir haben getötet. Ich. Oh. Ich glaube, unser Carbon-Roller ist tot. What? Den habe ich so oft angeschossen und er stirbt nicht. Frechheit. Okay, ich spiele gerade schlecht. Außerordentlich schlecht. Aber meine Teammember spielen dafür umso besser. Das ist das Gute. Und ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube. Ja, schau, da steht schon Gefahr. Warum steht da Gefahr? Der wollte mich gerade überholen. So nicht, mein Freund. War eine Besserung, wenn er einfach noch einmal gemacht hätte. Weil er ist eh mehr Duser Klecksroller. Also, ja. Hätte schon funktioniert. Auf jeden Fall. Ein weiterer Sieg mit 60%. Danke, Team. War nicht mein Verdienst, aber das ist egal. Am Schluss zählt nur der Sieg. Wow, 9-0 mit dem Carbon-Roller. Wie hat der das von vorhin überlebt? Ah, wäre vielleicht interessant. Auf jeden Fall war dies hier gerade der letzte Kampf dieser Folge. Und ich bedanke mich damit bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal.
Und da haben wir wahrscheinlich kein Turmkommando. Ich hoffe es. Weil ich spiele jetzt einfach so bis zum nächsten Ding. Und ihr wisst schon. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Fertig.